Theresa Mandl, Dozentin der Fachstelle für Produktmanagement. Heute heißt es, Marketing ist weiblich. Inwieweit ist das Produktmanagement davon betroffen? Im Produktmanagement habe ich es natürlich mit dem Produkt oder manchmal auch einer Dienstleistung von der ersten Idee bis nachher zum Kunden zu tun. Dadurch, dass Frauen heute viel mehr Kaufkraft haben als früher, Frauen auch nachgewiesen mehr Entscheidungen treffen, nicht nur für sich, sondern auch für andere, zum Beispiel im gleichen Haushalt, muss ich mir als Unternehmen natürlich überlegen, passt mein Produkt oder meine Dienstleistung so, wie ich die heute allen anbiete, überhaupt noch auf die Bedürfnisse, die Frauen an das Produkt haben. Was heißt das für das Produkt? Was muss für die Männer und für die Frauen angepasst werden? Es gibt sicherlich Produkte, die funktionieren, sowohl für Männer als auch für Frauen. Aber man kann doch gewisse Tendenzen beobachten. Beispielsweise, dass von der Designästhetik her Frauen lieber rundere Formen haben, Frauen eher Muster bevorzugen und bunte Farben, während Männer tendenziell doch eher auf Produkte zielen, die jetzt sehr geradlinig sind, auch eher in gedeckteren Farben ausgestaltet sind. Also dementsprechend gibt es schon so Tendenzen, wobei, wie gesagt, das ist gefährlich, immer nur in Stereotypen zu denken. Man muss sich wirklich erstmal die Frage stellen, wie sind die eigentlichen Bedürfnisse und das Problem meines Kunden, wie sehen die aus? Und dann überlegen, ob die Tendenzen auch zutreffen. Wenn die Produkte angepasst werden, was heißt das für die Kommunikation? Die Kommunikation, die muss natürlich auch entsprechend aus einem Guss sein mit dem Produkt nachher. Frauen kommunizieren anders. Beispielsweise haben Frauen etwas sozialere Art und Weisen, wie sie kommunizieren. Man erzählt lieber auch mal Freunden von seinen Produkterfahrungen oder tauscht sich überhaupt über Erfahrungen aus. Und das bedeutet natürlich gerade für neue Produkte, dass ich die möglicherweise ganz anders an den Markt bringen muss, damit die sich am Markt verbreiten. Also möglicherweise nicht unbedingt nur durch Fachjournale die Produkte bewerben, sondern vielmehr diese sozialen Möglichkeiten auch Mund-zu-Mund-Propaganda ausnutzen. Was heißt das für das Produktmanagement für die Zukunft? In Zukunft muss sich das Produktmanagement davon verabschieden, in Stereotypen zu denken. Die Rollen, die Mann und Frau in der Gesellschaft haben, die wachsen immer näher oder gehen immer näher zusammen, beziehungsweise teilweise überschneiden sie sich auch. Und deswegen, glaube ich, muss man immer mehr überlegen, Kundenbedürfnisse abzudecken und Lösungen für den Kunden zu bieten. Ich glaube, in Zukunft ist es möglicherweise gar nicht mehr so ein Thema in Unternehmen, ob man Produkte für Frauen oder für Männer entwickelt. Zunehmend nehmen ja auch Frauen Einsitz in den Führungspositionen in den Unternehmen und dann passiert die Anpassung an die Bedürfnisse wahrscheinlich automatisch.